Sperrzaun und Grenzturm. Damit ist Arnold Friedrich aufgewachsen. Für ihn, den Bürgermeister von Möttlereuth, war das ganz normal. Grenzturm und Mauer stehen heute noch sozusagen als erlebbares Museum und als Erinnerung. Also hier in der kleinen Ortschaft Möttlereuth, das vor der Wende ja ein Dorf war, eine Dorfgemeinschaft, ist die ganze Dorfgemeinschaft auseinandergerissen worden. Und natürlich auch Menschen, die miteinander verwandt waren, die sich über Jahrzehnte hinweg nicht täglich treffen konnten, sondern nur Sichtkontakt hatten. Heute gehört der eine Teil des Dorfes zu Bayern, der andere zu Thüringen. Die einen sagen Grüß Gott, die anderen guten Tag. Für Karin Merkner ist das Alltag. Zwei Postleitzahlen und zwei Vorwahlen, so ist das eben. Wir sind ein ganz normales Dorf, sagt sie, auch wenn die Spuren der Vergangenheit noch immer sichtbar und spürbar sind. Eine Vergangenheit, die man nicht so leicht vergisst. Es war halt die Mauer da, die Grenze da und man durfte die Grenze nicht, also die Straße in Richtung Grenze nicht verlassen. Aber in dem Sinn hatten wir keine Einschränkungen. Die Ostmödlereuther dagegen waren ständig unter Beobachtung von der Außenwelt abgeriegelt. Also mit den Bayern durften wir uns überhaupt nicht unterhalten. Wir durften nicht winken, nicht zurufen, gar nichts. Keine Kontaktaufnahme mit denen, die drüben in Bayern gewohnt haben. Keinen Kontakt zu haben, zu Freunden und Verwandten getrennt zu sein, das war schwer, sagt der Bürgermeister. Doch aus den Augen gelassen hat man sich nie. Wenn hier auf der DDR-Seite Windeln auf der Leine hingen, dann wusste man, es ist ein Baby eingezogen. Und wenn blaue Wäsche dran war, dann wusste man, das ist ein Junge. Und wenn der Leichenwagen vorfuhr und die Oma war nicht mehr zu sehen, dann wusste man, die Oma ist gestorben. Dann der Mauerfall. Für die Möttlereuther ein unvergesslicher Tag. Gleich im ganzen Dorf rumgerannt, meine Kinder angerufen und das war einfach nur schön. Da haben sie vor dem Grenzer die Mützen aufgesetzt. Rostbratwürste und Glühwein gab es damals bei der Grenzöffnung. Fast 40 Jahre nach der Trennung war das 50-Seelendorf endlich wieder vereint.